Sehr schön. Wunderbar. Das klingt doch richtig nach Musik und Rhythmus. Und das ist nämlich Teil des Frankfurter Ferien- oder Sommerkalenders. Ja, und wir sind heute bei Mit Musik über die Brücke. So sieht's aus. Ja. Herzlich willkommen. Frau Eckert, Sie machen das Projekt hier mit? Na, ich mache es mit, genau. Also ich habe zwei Kooperationspartner gewonnen. Einmal die Wohnungswirtschaft und einmal die PWB. Wir haben zusammen dieses Projekt geschrieben und entwickelt. Und heute ist einer der Tage, wo wir eigentlich Kinder ansprechen wollen, die uns bei dem Projekt begleiten und unterstützen sollen. Aber wir haben ein Problem. Heute ist der heißeste Tag der Woche. So sieht's aus. Aber waren schon Kinder da? Also tatsächlich war ein Kind da. Ein Kind war da. Allerdings kam das Mädchen aus Potsdam und kann uns also am 20.09. dann wahrscheinlich auch nicht so gut unterstützen. Am 20.09. was passiert da? Also der 20.09. ist der Weltkindertag. Und wir wollen ein ganz besonderes Projekt starten, nämlich mit den Kindern den Oder-Küken-Song uraufführen. Und dazu brauchen wir die Becher, weil das der Rhythmus ist des Liedes, den wir auf der Oderbrücke mit 1000 Kindern klopfen wollen und dazu diesen Oder-Küken-Song, der gerade getextet wird, auch von Kindern uraufführen wollen. Super interessant. Ich glaube, das klingt dann auch richtig gut, wenn das 1000 Kinder machen. Aber da gehört ein bisschen Übung dazu. So sieht's aus. Also wir haben, also die Kollegen haben schon ein bisschen länger geübt, damit wir auch mithalten können. Bei den Kindern geht es deutlich schneller, muss man sagen. Die haben irgendwie eine bessere Auffassungsgabe und können das schneller umsetzen. Wie kann man da jetzt mitmachen? Also wir haben die Schulen angesprochen und wir hoffen, dass wir die Schulkinder dann an dem Tag ansprechen können und möglichst immer zwei Klassen aus jeder Schule in Frankfurt und auch aus Lubice erreichen, die sich dann dort einfinden. Und dann, Sie sehen das ja hier schon auf den Bechern, überall begegnet uns der Regenbogen. Dann auch in Regenbogenfarben, denn die Kinder bekommen alle hoffentlich auch ein entsprechendes T-Shirt in einem Regenbogen auf der Oderbrücke sitzen werden und dieses Lied performen werden. Die Becher kriegt man dann vor Ort oder kann man die schon vorher sich holen und sich gestalten, oder? Genau, es geht darum, dass die auch gestaltet sind und dazu laden wir die Kinder ein. Die Kinder und Schulen, die mitmachen, die bekommen die Becher alle kostenfrei. Finanziert wurde das ganze Projekt über den runden Tisch, weil wir damit ja wirklich auch alle Kinder ansprechen und deswegen war es uns wichtig, also nicht nur bestimmte Kinder aus Musikschule oder so anzusprechen, sondern das, glaube ich, kann jedes Kind auch. Wunderbar, ein sehr schönes Projekt. Jetzt hier zu den Sommerferien, leider etwas bedingt durch die heißen Temperaturen schlecht besucht, aber zum Weltkindertag wird es dann mit 1000 Kindern richtig abgehen und wir schauen mal, was sonst los ist, vor allem auch mit den Ferien in der nächsten Woche. Die dritte Ferienwoche in Frankfurt oder ab dem 25.07. Direkt am Montag findet eine Fotosafari in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in Frankfurt oder statt. Das Gym Frankfurt oder geht gemeinsam auf Tour und sucht ein Lächeln in der Stadt. Wer jede Menge Fantasie und einen Blick für verrückte Sachen hat, ist hier genau richtig. Ebenfalls am Montag findet der Erste-Hilfe-Time-für-Kids-Kurs statt. In diesem Kurs geht es in der Zeit von 10 bis 12 Uhr um Erste-Hilfe im Alltag. Dieser findet ebenfalls im Mikado statt. Am Dienstag gibt es dann einen Foto-Workshop von 10 bis 12 Uhr unter dem Motto »Alles eine Frage der Perspektive«. Hier werden lustige und witzige Fotos erstellt. Die Veranstaltung findet ebenfalls im Mikado statt. Auch der Mittwoch wird im Mikado gestaltet und zwar mit dem Makerspace. In diesem Upcycling-Workshop kann man von 10 bis 12 Uhr mit Hilfe von unterschiedlichsten Materialien ein Klimamonster bauen. In der Sortieranlage Seefichten ereignete sich am 19. Juli ein tödlicher Arbeitsunfall. Aus mehreren Gründen kann der Betrieb daher aktuell nicht normal weiter betrieben werden, sodass bis voraussichtlich Ende der laufenden Woche dieser ausgesetzt wird. Folglich ist eine Entsorgung bei der Frankfurter Sortieranlage vorerst auch nicht möglich. Aus betriebsorganisatorischen Gründen bleibt auch die Abfallentsorgungsanlage Seefichten-Wertstoffhof ab Mittwoch bis einschließlich Samstag geschlossen. Es findet der nun bereits 20. Oder-Turmlauf statt. Am 27. Juli ab 10 Uhr können bis zu 100 Teilnehmer ihre Bestzeit beim Hochlaufen von 511 Stufen zeigen. Auch dieses Jahr ist der Lauf Bestandteil des deutschen Tower Running Cup.
Anmelden können sich die Oderturmläufer auf der Seite des Stadtsportbundes unter ssb-ffo.de. Zum 20. Jubiläum gibt es ein Gewinnspiel, in dem 5 Startplätze gewonnen werden können. Die Grundsteuerreform wirft viele Fragen auf. Daher erreichen aktuell zahlreiche Anfragen die Stadtverwaltung Frankfurt-Oder. Jedoch kann die Stadt dazu keine Auskünfte geben. Ausschließlich informationsberechtigt ist das zuständige Finanzamt. Bei Fragen zur Grundsteuerreform für das Land Brandenburg gibt es auch die Möglichkeit, sich zu informieren über die Webseite grundsteuer.brandenburg.de, als auch über die Hotline des Finanzamtes unter der Telefonnummer 0331 200 6020. Der Countdown zum Ausbildungsstart hat begonnen. Die Arbeitsagentur Frankfurt-Oder bietet daher am 27. Juli eine individuelle telefonische Beratung an. Dieses Angebot richtet sich an die jungen angehenden Azubis sowie die Familienmitglieder. Viele Ausbildungsstellen im Landkreis LOS und der Stadt Frankfurt-Oder sind noch frei. Für Schulabgänger stehen die Chancen auf einen Ausbildungsplatz aktuell sehr gut. Viele freie Ausbildungsstellen gibt es beispielsweise als Verkäufer oder Anlagenmechaniker im Bereich Sanitär, Heizung und Klimatechnik. Ja, und da sind wir jetzt zurück bei Musik über die Brücke und wir wollen jetzt noch in Erfahrung bringen, wie kann man sich am besten vorbereiten, kann man jetzt schon üben? Und die Antwort vom Fahrrad. Genau. Interessierte Kinder, die Spaß haben am Rhythmus üben oder überhaupt musikalisch unterwegs sind, die können ganz klassisch mit ihren Eltern im Internet mal forsten und eingeben den klassischen Rhythmus zum Cup-Song, den originalen Cup-Song, und können das natürlich zu Hause üben oder sie sprechen ihre Lehrer an in der Schule, am besten die Musiklehrer, ob sie schon von dem Projekt was gehört haben. Und wenn etwas größeres Interesse besteht, dann können die Kinder sich an die Kinderbeauftragte Jasine Eckert wenden. Dann bekommen sie alle Informationen zum Projekt, zum Weltkindertag im September und zum Cup-Song Bescheid. Wunderbar, passend zusammengefasst, und von daher sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.